Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn man sich die Debatte angeschaut hat, kann man feststellen, es gibt Einigkeit in diesem Plenum, und zwar über zwei Punkte. Der erste Punkt ist Einigkeit darüber, dass die größte Herausforderung in dieser Zeit oder eine der größten Herausforderungen ist, die, ja, ich sag mal, massive globale Ressourcenverschwendung, der massive Eingriff in die Umwelt und in die Natur. Und der zweite Eingriff oder die zweite Einigkeit ist, dass wir uns einig sind darüber, dass es gut ist, wenn sich junge Menschen engagieren, wenn sie voller Empathie und voller Begeisterung, voller Hilfsbereitschaft für ihre lebenswerte Zukunft kämpfen und streiten. Das ist unbezogen. Aber dazu brauchen wir nicht Greta, denn das haben die jungen Leute schon immer gemacht. Jedenfalls die, die ich kenne und die in den Wahlkreisen sind, in den Vereinen, in den Schulen, beim THW, bei der Feuerwehr, bei den Jugendorganisationen. Und da können wir stolz drauf sein, denn das ist der Kitt, das die Gesellschaft zusammenhält. Ja. Wo wir nicht einig sind, und das ist in der Tat so, ist die Herangehensweise, das sind die Maßnahmen, wie wir dann zu den entsprechenden Zielen kommen. Und ich glaube nicht, dass wir da Kronzeugen brauchen. Und die Frage muss erlaubt werden, ist es gerechtfertigt, Kinder für seine ganz speziellen politischen Ziele zu instrumentalisieren? Das Zweite, natürlich ist es so, dass Umweltschutz und das Naturschutz gerade bei der Jugend ganz besonders im Fokus steht. Das ist aber schon immer so gewesen. Wenn ich daran denke, unsere Jugend, wie wir zu DDR-Zeiten in den Jugendorganisationen gekämpft haben, ist das völlig klar. Das ist unsere Zukunft und das ist jetzt die Zukunft der Kinder und Jugendlichen. Es geht um Überbevölkerung, es geht um den Umgang mit der Schöpfung, es geht um die Ressourcenverschwendung. Und die jungen Leute wollen nicht sehen, wie vor ihren Augen der Planet quasi aufgefressen wird. Übrigens aber auch von den jungen Leuten selbst. Denn ich habe schon gesehen, dass auch junge Leute und nicht nur Erwachsene zum McDonald's gehen, zum Starbucks gehen, das beste Handy haben wollen, aus Plastikflaschen Cola trinken, auch Fleisch essen, Frau Künast, stellen Sie sich das mal vor, ja, und mit ihren Eltern in den Urlaub fliegen. Und dass ich sage, die Gesellschaft muss sich den Spiegel vorhalten und nicht, dass wir sagen, jetzt muss alles geändert werden durch eine Freitagsdemonstration. Wie kann Politik und wie kann Gesellschaft aufklären? Erstens, man kann aufklären oder man kann es ändern oder aufklären mit Gesetzen, mit Verboten. Man kann es machen mit Gängelung. Man kann es aber auch machen mit Aufklärung und mit Technologiesprüngen. Aber wer lässt sich denn gern aufklären? Zum Verzicht zum Beispiel. Jetzt ist die Frage, Kinder als Kronzeugen für Argumente, ich denke, das ist ein bisschen übertrieben, für politische Ziele, für einseitige politische Ziele. Ich glaube, die Friday for Future-Bewegung könnte auch eine Saturday for Future-Bewegung geworden sein oder eben eine Friday Afternoon zum Beispiel Bewegung geworden sein. Aber nein, es müssen alle jetzt das gut finden, aber es finden nicht alle gut. Und es gibt natürlich ein Demonstrationsrecht und es gibt natürlich auch die Schulpflicht. Darauf wurde immer hingewiesen. Und ich finde es nicht gut, weder das Demonstrationsrecht noch die Schulpflicht gegeneinander auszuspielen. Ich finde es auch nicht gut, den Klimaschutz und die Bildung gegeneinander auszuspielen. Ich glaube, da tun wir niemandem, aber auch niemandem einen Gefallen, weder dem Thema noch den jungen Leuten. Und eine Frage muss auch geklärt werden und muss beantwortet werden. Ist es dann auch noch vertretbar, wenn es eine andere Bewegung gibt? Zum Beispiel wird montags dann vielleicht gegen oder für die Menschenrechte demonstriert, am Dienstag für Brot für die Welt, am Mittwoch für kostenloses Schulessen, am Donnerstag für den Veggie Day, am Freitag für den Erhalt der Arbeitsplätze, vielleicht auch für den Erhalt der Arbeitsplätze in der Automobilindustrie und in der Kohleregion. Ist das dann, meine Damen und Herren, ist das dann noch legitim? Würden Sie dann auch sagen, da gehen wir mit hin, das unterstützen wir, wenn die ganze Woche dann demonstriert und gestreikt wird? Das ist die Frage, die man einfach auch mal stellen muss und stellen darf. Darf man Kinder für ein spezielles Thema
animieren, die Schule zu schwänzen. Diese Frage muss die Politik beantworten, diese Fragen müssen die Lehrer beantworten und müssen die Eltern beantworten. Und Eltern sollten die Kinder unterstützen. Und beim Klimaschutz geht das natürlich auch. Sie sollten mit gutem Beispiel voran sein. Müssen Sie in den Kaffeeladen gehen mit dem Einweggeschirr oder in die Fastfood-Kette? Müssen Sie Gurken kaufen, die eingeschweißt sind, doppelt eingeschweißt sind? Müssen Sie Lebensmittel verschwenden? Können Sie nicht vielleicht bewusster einkaufen? Meine Damen und Herren, das ist alles komplex. Und dazu gehört auch Bildung. Meine Damen und Herren, diese Bildung sollten wir unseren Kindern nicht verwehren. Vielen Dank, Herr Kollege.